Jetzt zeige ich Ihnen den optimalen Umgang mit dem Apfel-Walnuss-Kuchen. Bitte entfernen Sie vor dem Auftauen das Verpackungsmaterial. Unser Tipp: Der Kuchen lässt sich am besten nach einer Auftauzeit von einer Stunde schneiden. Unsere besondere Empfehlung ist es, den Kuchen ofenwarm zu servieren, um so das volle Aroma und den herrlichen Duft zu genießen. Der Backteller lässt sich mit etwas Kraft vom Kuchenboden abziehen. Wenn Sie den Kuchen im Backofen zubereiten möchten, beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Wichtig: Schneiden Sie den Kuchen erst nach dem Backen und einer Ruhezeit von etwa 15 Minuten auf. Jetzt zeige ich, wie ich diesen Kuchen ganz optimal schneiden kann. Ich verwende hierbei ein Sägemesser. Ich beginne wieder mit kleinen Sägebewegungen durch die Nüsse, durch die Äpfel, von der Mitte bis zum Rand und drücke ganz einfach durch den Kuchen. So, ich säge, dann drücken sich die Walnüsse nicht in den Kuchen hinein. Größere Walnussstücke schieben Sie einfach mit Hilfe Ihres Messers ein wenig zur Seite. Der altböhmische Apfel-Walnusskuchen lässt sich in 12 Stücke schneiden. So, der Kuchen ist geschnitten. Jetzt kann ich ihn mit Hilfe eines langen Messers ganz einfach auf meine schon bereitgestellte Tortenplatte schieben. Bitte beachten Sie, wenn Sie Ihren Apfel-Walnusskuchen nicht im Backofen zubereitet haben, dass die geschnittenen Stücke vor dem Verzehr vollständig aufgetaut sind. Ich wünsche gutes Gelingen.